Guten Morgen, liebe Leute, liebe Leute, liebe Leute. Ich hoffe, heute gibt es nicht so ein Schrottrad zu sehen. Und ich sage mal so, der Tag fängt gut an. Ich zeige euch jetzt mal, nämlich meinen ersten Auftrag heute. Also es ist jetzt ja nicht so spät. Ich bin gerade erst gerade aufgemacht, da kam schon der erste Kunde. Es ist jetzt halb. Also das finde ich, das geht immer noch so eine halbe Stunde. Genau, das ist das, was ich meine. Das ist Qualität. Das Ding ist 100 Jahre alt fast und läuft und läuft und läuft. Und ich bin total glücklich darüber. Gut, es geht 100 Jahre, es ist nur 80. Ach, man vergebe mir. Aber wie gesagt, nach 80 Jahren, sogar das Originalkabel ist noch dran mit Stoffumwicklung. Durchflochten, ey, total geil. Schöner alter Berko-Dynamo, schöner alter, also ein Riesending, ja. Schön alt. Berko-Dynamo, ein Rotodyn-Rücklicht, so ein Scheinwerfer, so ein Trommelscheinwerfer. Total genial. Er sagt, die Lampe da drin ist so funzlig. Habe ich zu ihm gesagt, nimm die Glühbirne mit, hol dir sowas als Schraubsockel-LED. Irgendwie, ich meine, es guckt, dass es irgendwie vernünftig aussieht. Schaut mal hier für ein Batteriefach. Da kommt noch eine Batterie rein. Das war eine Batterie sowohl als auch Dynamo-Scheinwerfer. Genial. Einfach genial. Kann ich nicht anders sagen. Alle Kontakte noch top. Tippitoppi. Okay. Das ist hier versilbert, weil tut leitet. Ach, herrlich, ey. 1357. Kommt hin, 1948 ist das Rad. Dann ist das noch irgendwie Restwehen oder so. Oder hatten sie noch lackierte oder was? Ich weiß es nicht. Ne? 1948. Schön. Schön dran. Und läuft und fährt und macht und tut. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, gut. Okay, glatten Reifen habe ich hier zu machen. Völlige Banalität. Ja? Aber ist halt, muss ich halt machen. Ja, was soll ich machen? Und deswegen muss ich das jetzt nicht unbedingt zeigen. Aber wenn was Interessantes passiert oder wieder was kommt, wo ich mich drüber aufrege, hier freue ich mich ja richtig. Bin ich ja gerne mit dran an dem Ding. Ja, aber bei vielen Sachen kann man sich heutzutage echt nur aufregen. Tut mir leid, dass das gestern eher so ein aufreger Vlog war. Aber so ist es halt. Das ist halt mein Leben. Ne? Wenn was Interessantes passiert, schalte ich wieder ein. Mann, macht das einen Spaß, ey. Ich bin richtig glücklich. Heute nur gute Räder. Specialized Rockhopper. Hatte ich ja gestern schon angefangen zu checken. Und sie meint, 100 Euro, weiß ich gar nicht, ob sich das lohnt, drin zu stecken. Daraufhin habe ich gesagt, auf jeden Fall, ey, auf jeden Fall. Und wenn es 150 sind, auch egal. Jetzt habe ich es erstmal so weit gemacht, dass man mitfahren kann. Jetzt stand 3 Jahre mit Regen und allem, das ist Moos auf den Felgen. Ja. Hier ist richtig Moos drauf, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, aber hier ist richtig Moos, so Algen sind da drauf oder was, Moos halt. Es stand richtig schlecht, die Kette war ein Stück, die muss man runter trennen. Die Reifen sind runter, die Bremsbelegung natürlich verhärtet. Aber ey, jetzt bin ich drauf gefahren, erstmal habe die Bremse wieder gängig gemacht, allerdings wie gesagt, die Bremsbelegung noch nicht getauscht. Das fährt so geil, das fährt so geil, das macht so einen Spaß wieder, das ist wie früher. Ey, das ist alles knallhart, du trittst drin, das geht nach vorne, das macht Spaß. Geil, und das ist noch nicht mal ein teures Modell gewesen damals. Also ich weiß nicht, was das gekostet hat, das Rockhopper. Was ist das mit einer, vielleicht 900 Mark oder so. Vielleicht 800 Mark, 900 Mark, weiß ich gar nicht. Aber top. Einfach geil, setzt sich drauf, fährt und das rattert die Straße runter, das macht Spaß. Schaltet präzise, alles, oh, herrlich.
Gestern Gurke, heute hier. Ja, macht Spaß. Also kann ich weitermachen. So oder so. Ah, macht Spaß, es macht Spaß, es macht Spaß. Mann, das ist hier, guck mal, hier wächst Moos drauf hier. Hier. Kleine Moosgeflechte bilden sich hier. Ey, echt, das hat so lange im Hof gestanden, im Regen, 3 Jahre unberührt, nicht einer hat es bewegt. Perfekt. Ah, ganz schön. Macht Spaß. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Sattelstütze animiert kriegen. Scheiße. Ach ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Keiner sagt, dass es leicht geht, aber geht. Hello? Hä? War Kinder? Eingebildet. Boah. Ja, die muss raus. Wahrscheinlich noch nicht mehr telefoniert oder so. Nee, das ist ja klar. So. Ja. Also auf alle Fälle war 1991. Ein 91er Rockhopper. So geil! Ich freue mich richtig. Wirklich, ohne Scheiß. Ich finde das richtig gut. Wieso? Weil ich gesagt habe, dass sie bei dir bleiben kann oder zu Hause, weil ich will. Soll ich denn mit mir eine Dreiviertelstunde da im Wartezimmer sitzen? Im Wartezimmer? Ja, ich darf nur jetzt zu Baba bringen. Nee, du kannst zu mir kommen, bitte. Ja, schick sie runter. Ihr brüllt mich hier nur an. Schick sie runter. Schluss aus, basta, sagt sie zu mir. Schick sie runter, Schluss aus, basta, sagt sie zu ihr. Gib sie mir! Die ist schon weg, schon rausgerannt. Kann sich nicht benehmen. Wie rausgerannt? Rausgerannt. Achso. Sehen. Ja, oder? Luki, komm her! Los, hopp! Nein! Ich hab Livestream hier mit deiner Mutter. Da gibt's Ärger irgendwie? Ja, weil ich mitkommen soll. Weil du mitkommen sollst? Nein, ich will mitkommen. Du willst mitkommen. Es geht aber nicht, weil es ist tot. Todlangweilig ist es nicht. Todlangweilig. Was willst du denn da? Ja, ein bisschen warm mit dem Wartezimmer. Ja, das kenne ich, das macht 3 Minuten und dann heult sie mir die Ohren vor, hier ist langweilig. Siehst du, die ist nämlich immer langweilig. Siehst du, jetzt lacht sie. Ja. Will mitkommen. Nein, du willst ja wieder raus, willst irgendwas machen. Nein, will ich nicht. Eine Dreiviertelstunde da rum, das ist doch total nicht. Quatsch. Wer will denn das? Will ich nicht. Will doch keiner. Will ich nicht. Genau, will sie nicht. Siehst du, sie will nicht mitkommen. Doch, und möchte nicht mitkommen. Dreiviertelstunde da sitzen und vor allem nicht Dreiviertelstunde mit Bautle zu spielen. Will sie nicht. Doch, sie bleibt hier ich. Bei mir. Fertig. Will ich. Wie hat sie so schön gesagt? Basta. Böse, böse. Away, away, away. Hallo. Soll ich nicht mit deinen Azubis stören? Mit meinen Azubis? Azubien? Scheinbar, ne? Sehr gut. So. Ich hab's bestanden. Hey. Hey. Ich wollte Bescheid sagen, der Schrank, der im Hof stand. Ja. Habt ihr den irgendwie verräumt oder so? Das Ding ist nicht abgefahren. Und mein Jungs kam nicht. Den habe ich hier unten, hier hinter euch gestellt. Ja, tut mir leid, weil er ist nicht sehr schwer, aber sperrig halt. Ich sorge dafür, dass die, also ich weiß nicht, ob die heute kommen, dass die mir den hochwuchten halt irgendwie. Also, ja, nach oben zu dir. Ja. Ach so. Ich hab ihn auf der Straße gefunden, ich konnte ihn gerade noch die paar Meter bisher irgendwie schieben, aber also ich darf nicht tragen gerade. Der steht hier hinter der grünen Tür.
Oh Gott, ey, wer kennt den Weihnachtszeit? Kloppt den Schrank, ey. Ist ja gut. Ich will mitkommen. Ich will mitkommen. Gut, dass ich den Schrank nicht zerkloppt habe, Anouk. Welchen Schrank? Den Schrank. Ach so. Den hat er von der Straße. Gott sei Dank. Na Mensch. Kann ich dir was helfen? Machen? Du kannst was machen. Anouk arbeitet unfreiwillig mit im Fahrradladen. Heute will sie ja nicht helfen. Obwohl, eigentlich will sie helfen. Die ganze Zeit hat sie gesagt, kann ich mir einfach helfen. Das ist eigentlich nur so gesagt, ne? Du wolltest eigentlich gar nicht. Ja. Anouk, du bist eigentlich eine Gute. Du kannst doch so weit. Da ist so Wasser drin, Rostwasser. Guck mal, hier. Guck. Ja, jetzt zeig mal, wie lange das draußen war, das Wasser. Das Rad. Wie lange das draußen stand. Ist alle ganze Lenker voll gelaufen mit Wasser. Der Rahmen scheint jetzt leer zu sein. Da ist hier aus dem Rahmen der ganze Rost rausgelaufen. Da musst du in die Mitte vom Ventil reindrücken. In der Mitte vom Ventil. Wie geht das? 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 Das geht wie folgt. Man nehme sich ein Werkzeug und drücke in die Mitte vom Ventil rein. Nee, das ist ein Streit. Wir müssen nur die Reifen wechseln. Okay? Okay, also. Ist das egal, wie rum? Nee. Dann kapiere ich das nicht. Wieso? Guck doch. Ich weiß aber nicht, wie rum das ist. So ist vorne. So muss er rollen. Ja, ich weiß ja nicht, so rum. Sieh mal dein Profil. So muss er rollen. Also so. Dann kann ich doch auch anders. Das kapiere ich nicht. Ich weiß aber nicht, wie man das reinkommt. Luki, sei doch nicht so ungeduldig. Ich bin ja selber noch dabei. Denn der passt hier ganz schön enge. Das ist blöd. Dann ist es gut. Dann passt er. Hier, wir tauschen. Du machst Schlaufe. Soll ich ihn auf der Zuseite reintun oder auf der offenen? Auf der offenen. Ich weiß aber jetzt nicht, was offen oder zu ist. Mann, Luki, du bist völlig drauf heute. So, das ist die offene Seite hier. Die hier. Das ist die offene Seite. Die? Genau, das ist offen. Ne? Dann macht man so, guck. So. Guck doch, guck mal hin, guck mal hin. Aber hier ist so was Ekliges dran. Hier, nimm die. Das ist Wasser. Das ist hier Wasser hier liegen wahrscheinlich kurz. So. Nochmal. Guck. So. Jetzt kapiere ich das. Das rein. Dann drüber. Merkst du gerade selber, dass es nur am Meckern ist gerade. Das ist ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtsituation. Tauschen. Du machst zu. Drüber. Das geht nicht. Okay. Du bist halt nicht so gut drauf. Ist nicht so schlimm. Dann guckst du einfach zu. Nein, ich bin tot. So, und jetzt machen wir zu. Das ist blöd. Was ist blöd? Das nicht klappt heute bei dir? Geht nicht!
Bist du blöd, ne? Klingt auch blöd. Geht alles nicht. Na komm, muss ja nicht so laut sein. Ist ja alles gut. Ist ja auch nicht schlimm. Nee, alles blöd. Blöd. Meine Arme sind weh. Hör auf jetzt. Warte, das ist nicht mehr lustig jetzt. Hör auf. Du musst nicht pumpen, du musst nicht machen. Kannst du einen kleinen Tisch rausbringen und einen Stuhl, dann in der Zeit mache ich das hier fertig. Ja, ist ja noch nicht drin. Ist ein großer Reifen, weißt du? Da muss man ja ganz lange. Aber da ist doch schon voll. Nee. Oh. Nee. Pass doch an. Nee. Wenn ich jetzt hier zumache, ist der schon voll. Fasst er sich schon hart an. Das ist ein dicker Reifen. Das kannst du nicht vergleichen mit. Okay. Zack. Zack. Wir können den Vlog umbenennen in Eltern eines Teenagers. Wieso nicht? Das bringt Rote! Eltern eines Teenagers, Teenagers, Teenagers. Du bist ja fast bei 2, sag ich. Einmal Belag, noch einmal Belag und dann sind wir durch hier mit dem Rad. Ich dachte, es war passiert. Nein, wir haben es eh nicht rechtzeitig geschafft, weil wir sind so gedockt, hat sich unterwegs wieder hingeworfen, hat stehen geblieben, ich bin geschimpft und angeschrien. Und ich vermute fast, dass es was damit zu tun hat, dass du nicht mitkommst. Ja, mit Nuki ist heute nicht anzufangen, kannst du vergessen. Nichts hat geklappt. Nichts, gar nichts hat geklappt hier für sie. Das war schlimm. Weißt du? Das dauert nicht so lange. Ich will jetzt was essen. Nee, du hast doch zu. Ich will jetzt was essen. Das ist niemand, der regt sich nicht mehr auf. Eigentlich habe ich gedacht, ich schlafe noch mal eine Runde. Na, es hat nicht geklappt. Rücken gerade. Ich kann nicht. Au. Da ist ein Knick drin. Das ist ein Knick? Ja, den machen wir gerade. Au. Alter, drück eine Tür. Schreckst du dich mal gerade? Ah, ich finde das schlimm, ey. Oder? Ey, Mann, ey. Warum nur dieser Neid immer? Und Speisen gut? Ja. Ja. Ist gut? Aber heute mal nicht mehr. Letzter Tag? Ja. Ja, weg, weg. Nein, kaputt. Eine? Schwarze, ja? Ja. Ist noch eine gebrochen? Ja, andere Seite wahrscheinlich. Folgende Geschichte. Die gute junge Frau hat ihren Steuersatz losgefahren. So lange gefahren, bis der rausgerissen ist, von der Gabel immer runtergerissen ist. Zack, zack, ging nicht mehr festzuschrauben. Ne? Das ist ein Aluminiumsteuersatz, alle Dude, alles richtig. Aber sie ist immer weiter gefahren. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Jetzt ist die Gabel eigentlich so doll angefressen, dass ich gesagt habe, gute Frau, die solltest du mittauschen. Ich habe nie gesagt, die ist schon kaputt oder so. Ich meinte, die sollte man einfach mittauschen jetzt. Weil das Gewinde hier oben drauf sieht nicht mehr gut aus. Dann schauen wir uns gleich noch mal richtig an. Jetzt ist er irgendwie zum Fahrrad gegangen. Damit, ja, nee, warum man keine neue Gabel? Machst du einfach hier so einen Steuersatz ruf? Haben sie hier für 15 Euro so einen Neko-Steuersatz verkauft, der eigentlich 10 Euro kostet? Das ist ja auch real. So ein Billigsteuersatz halt wieder. Stahlsteuersatz.
Oreal. Wenn ich die Verpackung schon sehe, sieht man ganz anders hier. Loa da. Jetzt soll sie jetzt da drauf bolzen und dann soll sie zusehen. Ich weiß nicht, Mann, ey, ist das alles billig Kram, ey. Ich gebe jetzt auf den Sack, ich kann das alles nicht mehr ab. Komm damit nicht klar, wirklich. Er sagt, gut, okay, ich tausche das, ich baue das aus, ein, fertig aus. Zählt mir nicht, sollen sie alle machen. So ein Scheiß da. Geht mir echt auf die Nerven. Ja, das war die Kurzform der Geschichte. Ich bin ganz schön. Das ärgert mich einfach. Ich meine, wollen zweimal ran von Ihnen einer guten Frau oder? Ich weiß es nicht. Ja, bauen wir den einmal ein und dann hinterher bauen wir das nochmal. Wenn wir sehen, oh, der doch nicht, machen wir noch einen Steuersatz. Nochmal und dann nochmal oder was? Macht das doch gleich einmal richtig. Einmal richtig und dann ist es gut. Und mit einem vernünftigen Steuersatz, nicht mit so einem Blase da. Guck mal hier, Christiane Roos. Schön gebrochen oder was? Guck dir mal an. Der hat gesehen, war. Wie rauskam, wie das ganze Wasser hier rausgeschossen kam. Alles voll mit Wasser. Das ist alles Müll. Ich weiß nicht, wer sie das angeguckt hat. Vielleicht ein Blinder oder was weiß ich. Keine Ahnung, ich krieg die Krise. Ey. Das ist doch kein Gewinde mehr. Ja, natürlich sieht jetzt nicht ganz so schlimm aus wie auf der... Aber schaut doch mal. Wie bei dem Tretlager neulich. Aber ey, das ist schon eindeutig dünner an der Stelle auch, als es sein muss. Also... Wenn bei der nächsten Vollbremsung hier die Gabel wegzwitschert, Pech, dann kann ich dafür nicht. So, dann kommt gleich, geht gleich raus wieder. Ich muss unbedingt den Livestream anmachen. Ich mache echt nur so kleine extra Videos noch und das war's. Man ist sie blockt. Also Mega Range. Also hier passt das Schaltwerk nicht zur Kassette. Das würde dann aufeinander schleifen. Ich geh mal rein. Die spaßt einfach nicht. Hier muss eine andere Kassette rauf. Hier kannst du nicht so ein. Oder du fährst mit einem anderen Schaltwerk. Auf alle Fälle funktionieren alle Gänge wieder. Die Bremsen sind gut. Okay, erstaunlich gut, einfach, aber gut. Ja, da ist die Pumpe. Hallo. Hi. Mama, wir kriegen. Wenn wir es nicht hinkriegen, kannst du uns ja auch helfen. Weißt du, wir haben noch nicht auf dem Kickboard oder auf der Straße. Richtig auf der Straße. Der stand da einfach rum. Finde ich komisch. Der stand da einfach rum. Hast du mitgenommen? Hat den Papa mitgenommen.
300 Euro. Kommt dann hier zahnlos, kommt, hab ich gesagt. Bernhard und Bianca. Sag ich zu zahnlos, komm, hier hast du 15 Euro, gib mir Starthilfe. Naja, so weißt du, kann ich jetzt nicht machen. Nee, hat er gemacht. Dreh mir mal eine erste. Ja, das genau. Ne? Und dann, naja, Batterie war unter dem Fahrersitz, lassen wir noch ein bisschen hin. Okay, also ich dachte mir schon, ich komme einfach vorbei, anstatt nochmal. Da kommt bestimmt ein Musikvideo. So ein Scheiß, ja. Der so Mainstream-Rotz. Ja. Was willst du, mein Akku ist noch? Was willst du? Ja, komm, Tonti, komm mal rum. Komm mal rum, Alter, dann werde ich mal zeigen. Ja, gut, Tobi. Versuch so ein Ding anzufassen, schwör ich dir die Finger, hack ich dir ab. Ich hack sie dir ab, die Finger, die Beine, die Arme. Nee, ich mach keine Check-ins. Ich steh bei Tommy und wir lästern über dich. Adrian sagt dir die Finger. Er sagt, wir kommen jetzt an den Abstechen. Adriano, Chapel Charles. Super Wetter. Ey, was denn, Mann? Kennt dich doch, Mann. Kennst du Wings? Hey, Digga, brauchst du mal Der Typ. Der ist ein paranoider Typ. Was wollten die zu Gönner tun? Ja, wir haben geschickt, ne? Deshalb habe ich ja gerade gesagt, wenn du was anfällst, ich hack dir die Finger. Checken, die fahren durch die Straße und gucken, wie nachts was abläuft. Nee, wir suchen gerade, was gibt es zur Wahl zu sagen? Ich glaube, die Wahlbeteiligung wird bei 20% erschreckend niedrig sein. Und die 20%. Du, kommt aufs Wetter an, wa? Ja, ja, eben. Und die Hände der AfD werden sich füllen wahrscheinlich. Sehr gut. Das war zum Samstagabend. Ja, gut. Das ist ja gar nicht Samstag. Das ist ja Dings. Mond, was ist denn heute? Mittwoch. Tschüss, schönen Abend hier. Ciao, ciao. Tschüssi. Danke, Anu. Da muss stehen 26. Achso, ich dachte, hier muss das stehen. Nee, hast du gut geguckt. Das muss da 26. Und dann dieses Ventil, ist richtig. Dieses Ventil. Okay. Dann halte ich mir das. Tour 26. Silber ist ja nicht. Er muss lernen. Lernen. Tour 26, oi, fantastisch. Sehr gut. Achtung. Ramo, aus, letzter, kaputt.
Habe kaputt. Filmst du schon 2 Stunden? Ja. Na los. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ah, und so für den Sitz, so Übezieher? Nee. Für den Fahrradsitz? Nee. Auch nicht. Nee. Okay. Tschüss. Ja, nur Fahrradsachen. Okay, das war ja zwei. Das wäre ja was, aber haben wir leider nicht. Nee, haben wir nicht. Wollen wir sowas kaufen? Okay. Perfekt, ne? Kommt er vom Feierabend hier noch reinräumen, das Fahrrad. Abholen. Muss abholen. Heute. 10 Minuten. 11 Minuten. Verhaut nicht, verhaut. Nein. Bleib alt. Bleib. Mitbringen wieder. Ja. Oho. Super gut. Handeln. Gut. Nee, was mit? Ja. Tschüss. Danke. Alles gut. Ja. Schöne Ruhe dann. Ich komme an der Schiefe. Am Mittwoch und Abend nach. Okay. Tschüss. Ciao. Ich glaube schon. Du kannst ja gucken, aber ich denke schon. Kannst ja auch gucken. Du gehst ja auch da vorbei. Aber ich gucke an der anderen Seite. Oder auch beim. Hast du jetzt da aus mit reingenommen? Ja. Jetzt werden wir irgendwo aufstellen. Mit Wasser befüllen. Und noch irgendwo aufstellen. Einen schönen Feierabend euch allen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt in die Kommentare. Wenn das Video euch gar nicht gefallen hat, macht einen Daumen nach unten. Aber natürlich hat euch allen das Video gefallen, oder? Mhm. Natürlich, das war total toll. Bitte drückt einen Daumen nach oben. Ja, auf alle Fälle. So, und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Und bitte wascht euch die Hände. Genau, damit ihr nicht so ausseht. Okay, also bis morgen. Ciao, euer Tommy.